Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt Gamers Go Makers. Erstmal sorry dafür, dass ich irgendwie in der letzten Folge eine Folge übersprungen hatte. Das ging ein bisschen ungünstig. So, Moment, wir müssen hier erstmal einen Verkauf verlängern. Der war eigentlich ganz gut, oder? Was haben wir da verdient? 307 Millionen? Mal gucken, ob wir den Verkauf verlängern können. Wir wollen um 30 Tage verlängern und wir wollen den Preis ändern. Wir wollen nämlich runter mit dem Preis auf 39 oder sowas. Come on. Ach. Machen wir 29, passt auch. So. Das dürfte dem Ganzen nämlich nochmal einen kleinen Abverkaufsschub geben, hier oben, hinten raus. Und da geht mit Sicherheit noch ein bisschen was. Ja, mir ist ein kleines Malheur passiert hier, wie gesagt, mit Gamers Go Makers. Ich hatte ja einige Folgen aufnehmen wollen, die, wie soll ich sagen, nicht so dolle waren von der Audioqualität her. Das Problem war nur, ich hatte gespeichert. Und ich habe da nicht mal dran gedacht bei der letzten Aufnahme und habe sozusagen eine Folge übersprungen. Das ist natürlich ein kleines Problem, gebe ich offen zu. So, ich bin 62, das war's. Zeit für mich aufzuhören. Hat eine tolle Zeit hier, danke für alles. So, Simon Miller ist Programmierer UI. Wir brauchen einen UI-Programmierer, aber ganz schnell. Mitarbeiter einstellen. Ist das UI? Programmierer UI. Alter 35. Zack, weiter geht's. Neues Projekt starten. Was machen wir denn mal Schönes? Wir müssen irgendwas machen. Vom Nichts machen verdient keiner was. Wir können eine Fortsetzung machen, wir können eine Neuauflage machen. Oh, ich habe die ganze Zeit Neuauflage gemacht. Wir hätten noch Fortsetzung machen können. Wir machen mal eine Fortsetzung. Und zwar eine Fortsetzung von, was war denn ein erfolgreiches Spiel, was wir in letzter Zeit hatten, wo ich gesagt habe, oh. So, da hatten wir FUFA 21. Ihr seht, das ist abgeschlossen. Hat eine 97er Wertung gekriegt, hat sich verdammt gut verkauft. Ist schon ein paar Jährchen her, aber ist schon wieder eine Sportsimulation. Ich weiß nicht, wenn wir da jetzt hingehen und schon wieder eine Sportsimulation machen, ob das nicht unsere Fans uns übel nehmen. Ich glaube, wir müssen was anderes machen. Wir haben wenig anderes. Eigentlich haben wir gar nichts anderes. Hatten wir nicht mal so was wie eine Champions League-Geschichte? Nö. Nicht wirklich. Boah, ja, wir probieren es einfach. Wir machen hiervon mal eine Fortsetzung. Eigentlich bin ich blöd. Nee, wir müssen eigentlich ein Spiel machen. Wieso kann ich denn hier nirgendwo eine Lizenz auswählen? Das muss doch gehen. Ging doch immer, dass ich hier irgendwo eine Lizenz auswählen konnte, nicht? Ich müsste nämlich eine Lizenz haben. Bin gerade irritiert. Ich bin gerade total irritiert und verwirrt. Ja, wollen wir hin, wollen wir hin, wollen wir hin. Machen wir Werbung für einen Fußballmanager. So, Produzentenbüro. Nee, das ist falscher. Ja, ja, ganz toll. Marketingbüro, war der das? Wähle eine Lizenz. Wir müssen auch Lizenzen haben. Lass mich raten. Wir haben eine Lizenz verkauft das letzte Mal. Wir haben keine eingekauft, sondern wir haben eine verkauft. Das wäre dumm.
Naja, dumm ist, wer Dummes tut. Ich habe was Dummes getan, wie es aussieht. Auch wurscht. So, wir machen Neuauflage. Mir reicht's. Nee, nicht Neuauflage. Wir machen, wie heißt das Ding? Fortsetzung. Vom Spiel FIFA 21. Nenn das Ganze FIFA. Welchem Monat sind wir denn? FIFA 26. Wird ein bisschen dauern, bis es wieder released wird. Das Ganze kommt für PC, für PS5 und für Wii Next. So, wir nehmen dafür die neue Engine mit der besseren Grafik. Und der Gary Fuller, der soll nicht alles machen. Ja. Wir hatten doch gerade einen UI-Programmierer eingestellt. Wo ist er denn? Der dürfte doch eigentlich nichts zu tun haben. Joe Phillips. Der ist schon eingeteilt da unten. Mach mal wie zuletzt. Aha, dann haben wir nämlich Joe Phillips. Der hat nämlich nichts zu tun. Dann können wir Joe Phillips bei UI einteilen. Komm her. Aber eigentlich soll das Le Chef sein. Ja, schmeiß den mal raus, den Miles Stewart. Wo haben wir den denn jetzt, den Miles Stewart? Eigentlich ein AI-Programmierer. Sollte ich auch darum kümmern, die Misty Turner, die holen wir mal ins Boot. Misty Turner. Die kommt hier rein und die Misty Turner, wo haben wir sie denn? Die kommt noch hier oben rein, bei Game Engine kann sie gar nicht. Game Engine kann sie gar nicht. Das ist nicht gut. Dann packen wir da mal Stuart rein. Da kann sie wenigstens etwas. Alles aktivieren. Überall ist einer drin. Go. So, wir wollen das Ganze machen hier. Wie den letzten Fußballmanager. Der war nämlich ganz gut. Und dann würde ich sagen, let's go. Der verkauft sich ja immer noch wie geschnitten Brot hier. Müsste eigentlich FIFA 26 auch laufen. Ja, ich möchte mich bei euch auch entschuldigen für die ganzen Audioprobleme, die ich in letzter Zeit hatte. Ist ja auch einiges ausgefallen wegen den Audioproblemen in letzter Zeit. Bin ich nicht wirklich begeistert von. Könnt ihr mir glauben. Ich packe andere ins gleiche Genre. Ich glaube, das geht auf Dauer nicht gut. Jetzt kommt erstmal der Fußballmanager 2023 vom Markt runter. Den will keiner mehr. Der ist jetzt am Ausklingen. 110 Millionen Steuern haben wir wieder bezahlt. Ja, 354 Millionen haben wir verdient. Das passt. Da lässt sich's mit leben. Jetzt haben wir schon 7,2 Milliarden auf dem Konto. Ich weiß nicht, was ich mit der Kohle machen soll, außer neue Spiele entwickeln. Wann ist denn das Spiel hier rum eigentlich? Wir wollten ja auch eine neue Konsole machen, glaube ich. Wir haben gute Chancen, vielleicht sogar Spiel des Jahres zu werden. Nicht erschrecken, wenn die Musik gleich abgespielt wird. Die ist nämlich immer ein bisschen lauter. So, wir gehen mal ins Forschungsbüro für Konsolenteile, ins Labor. Neue Konsole bauen. Wie soll sie denn aussehen, die neue Konsole?
Ich hatte schon mal geguckt, Orange hatten sie nicht, ne? Wir hatten die letzte, hatten wir, glaube ich, rot gemacht. Puh. Sind das die besten Teile, die gehen, oder was? Bessere haben wir nicht. Lizenzkosten 200.000. Das Design gefällt mir noch nicht ganz. Das hat auch mal was, oder? Rot-Grau. Wie nennt man die? Freibox 3. Wie wäre es, wenn du ein exklusives Spiel rausbringen würdest? Ja, das wäre toll, aber ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Das liegt ja wieder Ewigkeiten hier rum. Es dauert ja bis 2027, bis das Ding überhaupt entwickelt ist. So, wir gehen wieder zurück hier ins CEO-Büro und gucken mal, was hier so ansteht. Wir haben wieder Leute begeistern können für unser neues Spiel. Auch toll. Ich bin am Überlegen, das gebe ich ganz offen zu, ich bin echt am Überlegen, ob wir hingehen sollen und ein neues Spiel anfangen sollen. Ich bin mal gespannt, wie lange der ganze Spaß hier läuft, ob das überhaupt nach 2025 weitergeht hier. Ich habe irgendwie gehört, irgendwo gibt es eine Grenze. Kann man nicht unendlich spielen, soweit ich weiß. Ich denke, wir dürften doch einigermaßen erfolgreich gewesen sein in unserer Karriere hier. Wobei nur 7 Milliarden auf dem Konto zu haben, weiß nicht, ob das gut war. Wird sich zeigen. So, der will eine Gehaltserhöhung, die kriegt er. Solange sie nicht in Rente gehen, kriegen die alles von mir. Hauptsache, sie gehen nicht in Rente. Wenn die in Rente gehen, haben wir nämlich ein großes Problem. Haben wir ein wirklich großes Problem. Müssen wir nämlich immer neue Leute suchen. Und ob die so gut sind wie die Alten, man weiß das nicht. So, mal gucken, ob ich das Ganze ein bisschen beschleunigen kann. Nicht wirklich, ne? Also kommt Autosave dazwischen. Alles steht. Tja, UFO-Spiele sind jetzt im Trend. Okay. Karashi Studio hat Gnome Treasure, ein RPG für ISO Broadway, hergestellt. Und das verkauft sich sogar relativ gut. Da bin ich doch schon mal happy, dass da wenigstens etwas geht. Wir kommen mit Hotplay, mit Dustin Timberwood und mit Five Morons. Ach nee, können wir nicht. Ja, dann nur mit Hotplay und mit Dustin Timberwood. Ne, wobei Dustin, den wollen wir nicht. Wir wollen die Five Morons. So, und wir wollen hier den da und Bruce Willis und wieso brauche ich vier? Debbie John und wir wollen Benico Del Toro. Ah ja, ja, was Namen. So, Electronic Arts, die können hierbei helfen. Die sind ja für uns nur noch so, wie soll ich sagen? Also wir nehmen die eigentlich nicht mehr wirklich ernst. Ja, ist das gemein. Ich finde das ja immer interessant, wenn die großen Konzerne wie Electronic Arts oder so weiter, wenn die neue Chefs kriegen, die dann erstmal kommen und wollen alles anders machen und am Schluss ist das noch ein größerer Abzockerverein, wie es vorher schon war. Also so auf die Art. So,
Eigentlich müsste man eine goldene Box nehmen, so wie die hier ist, ne? Eigentlich müsste man. Goldene Box für FIFA 2026, wenn es rauskommt, wird es ein Erfolg. Also nehmen wir eine goldene Box. Ist die Jubiläums-Edition. 20 Jahre FIFA. Gnome Treasure verkauft sich echt wie geschnitten Brot. So, wir wollen testen. Die AI, wir wollen testen. Das Gameplay. Ja, wir wollen dahin und wir wollen Werbung machen für unser Spiel. Schön. Wir können eigentlich auch mal wieder über die PA-Abteilung unser Spiel ankündigen. Dafür haben wir es ja. Die PA-Abteilung. Gameplay, Game Engine, Grafik, Sound, AI, Interface. Okay, also alles. Spiel ankündigen. Viel Aufmerksamkeit erzeugen. Ja, mach mal. Sind das Verrückte, die bei uns arbeiten, zufällig? Kann das sein, dass die ein bisschen crazy sind, die Jungs, die bei uns arbeiten? Kommt mir fast so vor. So, wir machen wieder die Frycon. Frycon 2025 passt. Die kommt irgendwann so im Oktober, November. Das ist so die Zeit, wo auch Blizzard das immer macht. Yeah! 83.000 Fans konnten unser Spiel gewinnen. Ich hoffe, wir verkaufen das wie Dolle. Wenn wir das nämlich wie Dolle verkaufen, dann kommen wir bei 7 Milliarden. Das gibt bestimmt eine gute Bewertung am Schluss. Wenn es überhaupt einen Schluss gibt. Mit einer Bewertung. So, irgendwie steht alles. Hey, Level Up Game Engine. Hey, Level Up AI. Hey, Level Up Content Design. Komposition. Hat sich Daryl McDaniel verbessert. Ja, unsere Jungs werden immer besser und dann gehen sie in Rente. So eine Scheiße. Wir haben Fachkräftemangel in Deutschland. Das ist unglaublich. Ja, gehen die einfach in Rente. Bildet man die 30 Jahre lang aus und dann gehen die einfach in Rente. Gibt es doch nicht sowas. Asoziales Pack. So, los geht's. Bitte, 90er Wertung. Es verkauft ja jetzt schon wie geschnitten Brot. Das ist definitiv eine 90er-Wertung, obwohl es Gameplay ein bisschen sackt. Aber Editor's Choice ist immer eine 90er-Wertung. Aber es scheint nur eine knapp drüber zu sein. 91, ja, Gameplay sackt. Warum auch immer. Haben wir da einen 9? Aber wir verdienen 5 Millionen am Tag. Das ist ja auch nicht schlecht. Kann man mit leben. Oh, jetzt verdienen wir sogar 11 Millionen am Tag. Yeah, Spiel des Monats September. Coole Sache. So, der hier, der soll lernen. Was ist der überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Spieleentwicklung. Die soll lernen. Kunst des Programmierens. Wir können lernen. Lückenlose Spiele programmieren. Und wow. Die Umsätze gehen hoch und gehen hoch und gehen. Warum bin ich auf dem Bildschirm hier? Brauche hier irgendwas unsere Aufmerksamkeit? Ich raff's gerade nicht. Forschen. Neues Video, Audio. Help. I need somebody help. Achso, das war nur Autosave. Wir gehen ins CEO-Büro und hoffen, dass alles gut geht.
Wir verdienen gerade 10 Millionen oder irgendwas. Haben sogar noch viel mehr verdient. Das ist echt unglaublich. Ja, mach mal Werbung für unser Spiel. Wir verdienen mal ein bisschen mehr. Ne? Komm, muss noch mal einen Push geben. Voll die Delle drin. Wir machen Werbung, es gibt voll die Delle. Das kann doch nicht sein. Sollen wir den Verkauf verlängern? Wir haben jetzt schon 10 Millionen Verkäufe. Wir machen noch mal eine Werbekampagne und hauen noch mal einen rein. So, Abverkauf geht nochmal hoch. Oh, in the air. 80, Small Studio broken into the scene with Kong. Ich glaube, es ist rum. Da sehen wir nochmal, was wir alles für Erfolge hatten. Our time comes to an end now. If you really cannot, what, let go of this company, you can continue in playing. Nee, also wir machen Schluss. Ja, wir machen Schluss und ich glaube, wir machen nochmal eine neue Firma auf, oder? Wir starten nochmal ganz von unten. Mit allen Fehlern, die wir machen, wenn wir wieder frisch anfangen. Weil wir es nicht mehr gewohnt sind. Score 606.000. Good Father of Gaming sind wir geworden. Unglaublich. Wir bezahlen nochmal 89 Millionen Steuern. Ist nicht Feierabend jetzt? Ich dachte, es wäre Feierabend. Die haben doch gerade gesagt, es ist Feierabend, oder? Also ich würde sagen, hier ist Feierabend. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich habe hier noch was in der Schublade liegen, was ich auch mal bringen müsste. Und da hier das Jahr 2025 Gamers Go Makers mehr oder weniger jetzt beendet hat, was für mich auch ein bisschen, unvorbereitet überraschend jetzt kam, gebe ich offen zu, ich war gerade ein bisschen verwirrt, dass es wirklich hier endet, würde ich sagen, bringe ich das nächste Mal, wenn Gamers Go Makers kommen würde, mal das andere Spiel, dann gucken wir uns das mal an, wie uns das gefällt. Und wenn es uns nicht gefällt, dann gibt es ein ganz kurzes Let's Play von 3, 4, 5 Folgen oder so und dann machen wir nochmal eine neue Firma Gamers Go Makers auf. Vielleicht ist das andere Spiel aber auch so interessant, dass ihr sagt, nee, passt schon, Gamers Go Makers haben wir jetzt gesehen von Anfang bis Ende und dann mach erstmal das andere und dann gucken wir mal. Wie auch immer. Alles ein bisschen, ich weiß auch nicht. Alles ungeplant, unkoordiniert, alles chaotisch. Ich sage an der Stelle einfach mal danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.